Und es sind sich doch hier im Haus alle, außer ein paar Realitätsverweigerer von ganz rechts außen, einig. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Ich setze mich gerne auseinander, auch mit Rechtspopulisten, die müssen nämlich hart angenommen und entlarvt werden. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt. Merkel bleibt, Löw bleibt, Seehofer bleibt, Söder bleibt, Höcke bleibt, Klöckner bleibt, Nahles bleibt, Maaßen bleibt. Und wir bleiben auch. Hallo Andi. Hi Tom. Hallo Roberto. Ja, da bleibt mir ja nichts zu sagen als Hallo. Ja, bleibt dir im besten Fall die Spucke weg. Es gibt ja viel zu erzählen heute. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Und zwar... Ja, wir bieten der AfD eine Plattform. So habe ich es zumindest gelesen. Das lese ich momentan von mir auch dauernd. Genau, also, genau. Wer ist wir? Wir drei bieten jetzt der AfD eine Plattform. Und zwar, weil wir uns das Recht rausnehmen oder die Frechheit besitzen oder was auch immer, über die AfD zu sprechen. Ah, okay. Das macht man nämlich nicht. Aber wir finanzieren uns nicht über Gebühren. Nee, das ist richtig. Aber noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also wir sprechen tatsächlich nicht nur über die AfD, sondern wir sprechen insbesondere über den Umgang der sogenannten demokratischen Kräfte und der politisch Korrekten, die meinen, dass es einen bestimmten Umgang gegenüber der AfD offensichtlich geben muss, der alles Mögliche rechtfertigt. Also ich habe da zumindest ziemlich üble und ziemlich zum Teil wirklich verstörende Erfahrungen gemacht. Bevor ich da so ein bisschen hier zitiere und gucke, was ich da so gefunden habe, vielleicht könnt ihr mal eure Eindrücke schildern, wie euch das so geht. Wir müssen ja fast konkretisieren. Du sagst ja jetzt, wir bieten der AfD eine Plattform. Also es ist ja so, dass wir in unseren Texten und in unseren Handeln auf den Plattformen den AfD-Wählern nicht grundsätzlich unterstellen wollen, dass sie alle blöde sind oder alle nur böse sind. Ja, das ist aber schon ein Fehler. Genau, und das ist eben unser Fehler, also unser Fehler für diese Leute, die uns das unterstellen. Die AfD selber kritisieren wir natürlich ja auch, aber die Wähler halt nicht immer. Natürlich gibt es da auch Rassisten drunter, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, die Mehrzahl der AfD-Wähler hat ganz andere Motive. Also bei mir war der Ausgangspunkt eigentlich der, dass ich, ohne zu sagen, von wem das Zitat stammt, ein Alice Weidel-Zitat auf Facebook gestellt habe und dann die Frage in den Raum gestellt habe, wer könnte das gesagt haben? Und das war natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, war aber vom Inhaltlichen her im Grunde genommen nichts Verwerfliches. Und dann musste ich die Erfahrung machen, nichts Verwerfliches gibt es nicht, wenn du irgendwas über die AfD oder sogar von der AfD schreibst oder kommentierst. Einer zum Beispiel hat dann geschrieben, kein Rederecht für die Henker von morgen. Also das ist so das, worauf es halt hinausläuft irgendwie. Und da frage ich mich tatsächlich halt noch, wenn wir jetzt der AfD oder AfD-Wählern, die werden ja eigentlich alle in einen Pott geschmissen und auch die verschiedenen Strömungen innerhalb der AfD, da geht's ja von wirklich ganz rechts außen, so ich sag mal die Höcke-Fraktion, bis hin zu durchaus gemäßigten Leuten, die im Grunde genommen nicht weiter auffallen und einfach nur unzufrieden sind. Und bei den AfD-Wählern ist es ja auch nicht anders. Wenn wir die aber alle in einen Topf schmeißen und grundsätzlich sagen, was habe ich eben gesagt, irgendwie kein Rederecht für die Henker von morgen oder so, dann denke ich, sollten wir darüber sprechen und sollten vielleicht auch einfach mal darüber sprechen, wie gefährlich ist denn die AfD nun wirklich? Also heute oder gestern, glaube ich, war es, dann kam dann wieder, ich glaube, bei uns auf den Neuland-Rebellen, dann gleich diese Abkürzung AfD-NSDAP mit Slash, mit Querstrich dazwischen. Das heißt also, die AfD wird da vermehrt immer mehr auch mit der NSDAP ja eigentlich gleichgesetzt. Das habe ich, glaube ich, sogar beanstandet, weil das finde ich so hanebüchen, so grotesk. Also wie soll ich sagen, zu glauben, dass wir jetzt in den 30er Jahren leben würden oder in den 20er Jahren, wie immer man das jetzt sehen möchte, das ist einfach nur wirklich hanebüchen. Also ich glaube, die Zeiten haben sich durchaus geändert. Wir leben 80 Jahre später, wir haben ganz spezielle Probleme, die mit damals nichts zu tun haben, und NSDAP und AfD, das sind schon wirklich zwei Paar Schuhe. Das ist aber sehr oft diese Argumente, das ist wie in der Weimarer Republik jetzt die AfD, wo ich dann auch denke, Kinder, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Lasst sie einfach mal im Dorf. Wie du richtig sagst, das kann man nicht vergleichen.
Das stimmt. Ja, ich frage mich trotzdem, woher diese Vergleiche kommen. Beziehungsweise ich frage mich das auf der einen Seite. Aber warum sind sie denn so naheliegend? Weil sie natürlich vermehrt und von allen möglichen Seiten gebracht werden, inklusive der etablierten Politiker. Wir haben es ja eben in dem Intro gehört, wenn da Schulz irgendwie, Schulz zum Beispiel zielt ja genau in die gleiche Richtung ab. Dieses Gleichsetzen der AfD mit der NSDAP aus den 30er Jahren. Und klar, du hast ja recht, Andi, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Aber ich habe den Eindruck, das wird immer schwerer. Und ich habe eben auch den Eindruck, dass der Umgang auch mit, ich sag jetzt einfach mal, mit Leuten wie uns, die wir jetzt hier versuchen, vielleicht mal ein bisschen runterzukochen, dass auch der Umgang mit solchen Leuten wie uns immer brisanter wird und es immer problematischer wird, sich nicht so zu positionieren, dass man 100% einverstanden ist mit der These, ja, alles Nazis und die wollen den Faschismus und die wollen irgendwie Ausländer und Migranten vergasen, Punkt, aus, Ende. Sowas wollen wir nicht, das geht nicht. Also ich finde halt, der Nazi-Vergleich oder der Hitler-Vergleich, das ist ja, das hat sich jetzt auf die AfD übertragen. Ich erinnere mich aber an Zeiten, als die AfD noch nicht gab, lass uns mal 10 Jahre her sein, da hat man auch den Neoliberalen, den Agenda-Politikern unterstellt, dass es Nazis seien. Natürlich besser angezogen und sich besser ausdrückend, aber Hartz IV, da habe ich schon Sachen gelesen, wie das ist Konzentrationslager und so weiter. Also ich glaube, das hat schon eine gute linke deutsche Tradition, dass alles irgendwie gleich immer faschistisch ist. Ja, das ist die Keule, die gespielt wird. Natürlich. Wir hatten das aber, denk aber auch daran, dass Geißler damals in den 80ern versucht hat, selbst die Grünen in die Nähe der Nazis zu bekommen, argumentativ. Ja, klar. Ja. Aber das ist jetzt kein, da hat ja keiner Monopol drauf. Oder wie auch dann Konservative oder, wie es Herr Söder sagt, bürgerliche Kreise auch ganz gern die Linken dann in der SED-Nähe sehen. Fehlt noch die Nähe zu Stalin, aber das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, das unterstellt man, komischerweise unterstellt man es den Neulandrebellen, obwohl sie jetzt einen, ich würde jetzt sagen, einen offenen Diskurs führen mit der AfD, das auf keinen Fall, aber natürlich nicht diesen Mainstream-Kurs fährt. Da unterstellt man uns, habe ich jetzt heute gelesen, dass wir im Grunde fast schon stalinistisch wären. Ich kann es nicht ganz einordnen, warum, man muss es auch nicht verstehen, aber es ist halt der neueste Vorwurf. Oh Gott, davon wusste ich ja gar nichts. Irgendwo in den Netzwerken habe ich es gelesen. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Das hat mir dann schon gereicht. Dann wird uns der Stalin-Pakt vorgeworfen. Vielleicht, ja, tatsächlich. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja? Ich finde es tatsächlich, ich weiß nicht, habt ihr denn gelesen, was der Gauland in der FAZ geschrieben hat? Den Populismus-Artikel? Ja. Ja, den habe ich gelesen. Also, ja. Ich weiß nicht, Andi, hast du den auch gelesen? Nein. Ja, das geht doch gar nicht, Mensch. Das war doch hier ganz klar Vorbereitungsauftrag. Na, egal. ja, ich habe ihn gelesen. Also, der hatte Passagen, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und dachte, oh Gott, was hast du bloß zu dir genommen, Gauland? Aber dann gab es andere Passagen, da fand ich die Analyse gar nicht so verkehrt. Also, es ging ich muss sagen, 80% war tatsächlich das, was man über Jahre hinweg auch bei den Linken gelesen hat. 80% kann ich unterschreiben. Manche Dinge nicht, wenn er natürlich von der globalistischen Klasse spricht und darüber hinaus vergisst, dass seine Parteivorsitzende, die Weidel, genau aus dieser Klasse stammt. Die lebt nämlich auch in der Schweiz, die lebt lesbisch, offen. Sind genau diese Kreise, die er ja kritisiert in seinem Text. Mhm. Das vergisst er. Dann redet er natürlich von der Rettung von südeuropäischen Ländern. Griechenland ist gemeint. Das ist natürlich auch Quatsch. Griechenland wurde nicht gerettet. Die deutschen finanziellen Interessen in Griechenland wurden gerettet. Also all das kann man natürlich sich von der Backe streichen, aber so die Analyse war überhaupt nicht falsch. Ja? Das macht mir fast Bauchschmerzen zu sagen, Gauland liegt mit 80, also bei 80% wirklich goldrichtig. Also ich werde den Artikel auch verlinken und der ist ja ursprünglich in der FAZ erschienen und später dann in der Edition faz.netz dann auch lesbar geworden. Und wie gesagt, er hat einige Thesen, also gut, da geht's aber dann natürlich auch wieder, ich lese mal hier eine Passage vor. Durch alle westlichen Gesellschaften zieht sich heute dieser Riss. Es ist ungeheuer vertieft worden, als er ist ungeheuer
ungeheuer vertieft worden, als 40 Abermilliarden Steuergelder vorhanden waren, um Banken zu retten. Ja, wer will da widersprechen? Dann schreit er allerdings weiter, europäische Pleitestaaten zu finanzieren. Das habe ich gesagt gerade eben. Ja. Und hunderttausende Einwanderer zu alimentieren. Ich will es jetzt nur noch mal als Zitat bringen, damit auch der Wortlaut hier klar ist. Es war eine Konstellation, die nach einer Fundamentalopposition verlangte. Diese Opposition konnte von rechts und von links kommen, aber sie musste notwendig populistisch sein. Populistisch heißt gegen das Establishment. Und dann hat er natürlich noch taktisch klug hinterhergeschoben, Frau Wagenknecht hat das begriffen, womit dann natürlich auch gleich wieder die Nähe von Wagenknecht und AfD und so weiter. Also das ist natürlich ein ausgesprochen schlechter, eine ausgesprochen schlechte, auch eine schlechte Analyse, die er da stellt. Aber nichtsdestotrotz, wenn er über Populismus im Großen und Ganzen spricht, dann spricht er tatsächlich nichts Neues an und er spricht Dinge an, die im Grunde genommen schon fast allgemeingut sind. Aber wenn Alex Gauland das schreibt, dann muss es ja falsch sein. Das ist so dieser Punkt. Da hat letztlich Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der hat dann über Twitter geschrieben, dass er sein FATS-Abo kündigt. Jetzt kann man natürlich fragen, um Himmels Willen, warum hat der Mann überhaupt ein FATS-Abo? Aber jetzt hat er ja eins und deswegen möchte er es kündigen, zumindest schreibt er das. Ja, aber das ist ein ganz... Sind wir so verkrampft, dass wir einem Gauland so einen Artikel nicht zugestehen können? Ich meine, der Mann hat ja nicht irgendwie rassistisch gehetzt oder sowas, sondern der hat eine Analyse vorgelegt, die 80% durchaus eine Legitimität haben und eine Berechtigung haben. Und er will jetzt da sein Abo deswegen kündigen? Ja, was ist denn da los? Andere haben ihm unterstellt, Historiker, er hätte einen Artikel verfasst, der ja fast wie von Hitler sei. Ja. Also, er hat wohl geschrieben, das wirkt so, als hätte er diese Rede für Hitler geschrieben. Also Leute, was rauchen die denn? Ich weiß es nicht, aber diesen Hitler-Vergleich, beziehungsweise irgendwie, es soll wohl mehr oder weniger dann mit neuen Formulierungen von der Hitler-Rede abgeschrieben worden sein oder so. Jetzt kann man darüber streiten, ob Hitler seine Reden selbst geschrieben hat, aber diesen Artikel über Populismus so hoch zu hängen und im Grunde genommen quasi faschistische Propaganda daraus machen zu wollen, das ist nicht nur an den Haaren herbeigezogen und das ist auch nicht verkrampft, wie du eben gesagt hast, sondern das ist für mich wirklich eine ganze Stufe schlimmer. Da geht's wirklich um Vorwürfe und dann letztlich auch natürlich, was Schneider gemacht hat, das ist ja das Übliche, also die Kontaktschuld. Ne? Oh, die FAZ veröffentlicht einen Gastbeitrag von Alexander Gauland, also hat sie jetzt die Kontaktschuld zu Alexander Gauland und dementsprechend muss ich sie kündigen. Ich meine, ich habe da ein Posting entdeckt, auch auf Facebook von einem, das sage ich jetzt einfach mal so, Hartmut. Keine Ahnung, ob es den gibt, aber beziehungsweise doch, den gibt es, habe ich nachgeguckt. Der hat dann tatsächlich geschrieben, da zitiere ich jetzt auch mal, und das ist ja genau die Richtung, die ich eben schon meinte. Ich zitiere, aber ich will das. Ich will, dass Nazis der sogenannten AfD aus dieser Gesellschaft geächtet werden. Und jetzt kommt's, es sollte Listen der Unterstützer geben, damit wir dort nicht versehentlich einkaufen. Deren Kinder sollten gemobbt werden. Also ich meine, so viel Menschenverachtung innerhalb von 7 oder 8 Zeilen zu bringen, das ist schon wirklich ganz großes Kino. Und da frage ich mich, okay, sind das dann Leute, die sich als die guten Demokraten im Sinne der guten, gerechten Sache fühlen? Ist das wirklich so? Ich glaube, die verwechseln ganz gehörig was. Das sind ja nicht nur Demokraten, das wollen ja Superdemokraten sein. Und die vergessen eigentlich die demokratischen Grundwerte. Also ich meine, das, was du jetzt zitiert hast, das hat ja schon mit demokratischem Kampf überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat ja, also hör mal, Kindermobben, war das so? Habe ich das richtig verstanden? Deren Kinder sollten deren gemobbt Kinder, werden. Ja. Genau. Also das ist ja wirklich aus einem relativ... Ja, ich wollte fast sagen Krankenhirn, wir haben jetzt den Namen genannt, deswegen unterlasse ich das, aber man könnte das schon annehmen. Ja? Also das geht ja schon wirklich ins Kriminelle. Ja, und ich erlebe es tatsächlich, gut, wir sprechen natürlich auch über Filterblasen, wir sprechen aber ja auch über die zitierten Politiker, die wir hier am Anfang des Podcasts eingeblendet haben und das geht ja von der Qualität her durchaus in eine ähnliche Richtung, wobei ich jetzt Schulz da nicht unterstellen möchte, dass er jetzt ähnliche Gedanken hegt wie dieser... Aber es geht halt in diese Richtung und vielleicht sollten wir dann jetzt auch mal dazu übergehen, wieso wird das eigentlich gemacht? In diese Richtung, die AfD als allgemein anerkannten Feind darzustellen, bei dem sich wirklich alle einig sind. Das ist ja super.
Also ich habe heute Nachmittag, saß ich an einem Text zu Heiko Maas. Heiko Maas ist auch so ein blendendes Beispiel dafür. Blender, Blender noch dazu. Sein Twitter-Auftritt besteht eigentlich zu 60% aus Selbstdarstellung und sich quasi über die AfD und über die Pegida und über die Feinde der Demokratie, wie er sie nennt, zu stellen. Und das ist, glaube ich, schon, also das ist nicht nur bei Maas so, ich glaube, das ist schon eine gelungene Show, die AfD da bietet. Man kann sich als moralisch integrer Mensch stellen, als der bessere Mensch. Gutmenschen, darüber sind sie schon hinweg, das sind die Bessermenschen. Mhm. Ich glaube, das ist unglaubliches Potenzial, was die AfD bietet. Man kann sich da echt eine weiße Weste anlegen, wenn man über die AfD herzieht. Mhm. Ja, im Übrigen, weil wir ja von solchen Beispielen reden, wie eben dieses Kindermobben oder über den Herrn Schneider und so weiter. Der Vorstand von Werder Bremen hat letzte Woche, ich glaube, das war letzte Woche noch, angeregt, man möge doch AfD-Wählern die Dauerkarte von Werder Bremen entziehen. Lassen wir es mal dahingestellt, wie er das überprüfen möchte. Unter Umständen will er Kameras aufstellen in der Wahlkabine. Der wehrhafte Demokratie muss ja auch mal die Wahl nicht geheim halten. Aber Was sind das für Leute, die tatsächlich solche Gedanken nehmen? Der Mann ist Vorstand von einem Fußballverein. Der bietet ein Produkt an. Das ist Fischkopffußball. Ja. Was möchte der mit der AfD? Was will er da eigentlich ausdrücken? Also ich meine, das ist doch überhaupt nicht sein Metier. Ja, wir haben ja eine ähnliche Diskussion gehabt hier in Frankfurt, ne, mit dem Eintracht-Präsidenten, der gesagt hat, mit Peter Fischer, der gesagt hat, die Satzung von Eintracht Frankfurt ist unvereinbar mit dem Handeln oder mit den Aussagen der politischen Führung der AfD. Das ist aber was anderes als das in Bremen, weil hier wird einfach nur gesagt, wenn Herr Gauland oder Co. mit Rassismusgeschichten kommen, wie Boateng möchte ich nicht als Nachbar haben oder die 12 Jahren sind ein Fliegenschiss und so weiter etc. pp. Und in der Eintracht-Satzung steht drin, dass gerade die Gemeinsamkeit verschiedener Nationalitäten einfach auch Satzungsgegenstand sind, dann ist das unvereinbar. Da wurde Peter Fischer auch eigentlich in den Mund gelegt, dass er in der Wahlkabine Kameras aufstellen will und alle Leute aus dem Verein rausschmeißen will, die AfD wählen, was er so nie gesagt hat und was auch gar nicht geht. Diese Bremer Nummer ist schon deutlich härter, weil noch ist die AfD ja eine demokratische Partei, es sei denn, es hat sich jetzt irgendwie jetzt in den letzten 10 Minuten was geändert. Und das ist schon hart, da den Leuten eine Dauerkarte entziehen zu wollen, nur weil sie eine Partei wählen, die dem Präsidenten von Werder Bremen oder wer das doch immer gesagt hat, nicht gerecht wird. Dann könnte man das auch ausweiten auf die Linke und auf die FDP und auf die Partei und auf die Piraten und auf die CDU, weil Bremen ist ja, glaube ich, eher SPD-nah. Wo soll das hinführen? Ja, abgesehen davon muss man in diesem Zusammenhang auch wirklich mal die Frage der Relativierung stellen. Denn man könnte natürlich fatalistisch auch sagen, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Chef von St. Pauli wäre, dann könnte ich auch sagen, ich lasse keine Leute mehr oder Unterstützer oder Verantwortliche mehr ins Stadion, die nach Saudi-Arabien Waffen liefern oder die an der Destabilisierung Syriens beteiligt sind. Ja, aber das gehört ja zum Konsens in unserer Gesellschaft. Das ist ja Mainstream. Das ist der Punkt. Aber das ist der Punkt. Ja, also wo willst du da welche Grenze setzen? Und das ist eben der Punkt. Also für mich ist es deutlich sträflicher, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, damit die den Krieg in Jemen führen können oder seit jetzt mittlerweile über 10 Jahren am Regime Change in Syrien mitzuarbeiten, aktiv auch militärisch mitzuarbeiten, finde ich schlimmer, als wenn eine Pfeife Gauland sagt, ja, dass er keinen Bock hat, neben Boateng zu wohnen oder so. Abgesehen davon, irgendwie wahrscheinlich 50% der Fans der deutschen Nationalmannschaft haben wahrscheinlich im Moment auch keinen Bock, neben Boateng zu wohnen, weil er gerade scheiße spielt. Also sind wir doch mal ehrlich, wo willst du da die Relation oder wo willst du die Trennlinie ziehen? Was ist legitim? Wo kann ich sagen, das lehne ich jetzt kategorisch ab? Oder ich lehne auch die Anhänger gleich kategorisch ab. Was ist politisch wirklich so verwerflich, dass man sagen muss, okay, bis hierher und nicht weiter? Ist es der Boateng-Vergleich oder ist es dann vielleicht doch der Syrienkrieg? Wie soll das gehen? Also ich möchte eigentlich so Leute wie den Werder Bremen Menschen, ich weiß seinen Namen nicht, Andi weiß es vielleicht sogar,
Weißt du auch nicht, okay. Ich möchte den eigentlich nur fragen, wo war er denn eigentlich, als die Agenda-Politik installiert wurde? Wie steht er denn eigentlich zur Steuergerechtigkeit in dieser Gesellschaft? Ja. Wie steht er denn eigentlich zu Hartz IV und so weiter und so fort? Das sind die zentralen Fragen. Aber da schweigt er sich natürlich schön in seinem Narzissmus aus, weil das ist viel billiger, sich selbst herauszuputzen, indem man AfD-Wähler, das Böse dieser Gesellschaft, nur runtermacht und am besten gleich ausgrenzt. Das sind Menschen, die leben, die sind, man muss es mal so sagen, das darf man ja gar nicht laut schreiben so oder laut sagen, laut schreiben ist ja heute fast das Gleiche. Diese Leute, die die AfD wählen, gehören unteilbar auch zu diesem Land. Und die muss man integrieren und nicht ausgrenzen. Ja, aber unteilbar ist ein schönes Stichwort. Denn sowohl bei dem Bremen-Menschen als auch bei dem von Facebook, den ich eben zitiert habe, und zu Teilen sicherlich auch bei dem Frankfurter, geht es letztlich darum, bestimmte konkrete Themen, genau die, die du gerade genannt hast, Agenda 2010, Hartz IV, Altersarmut, Privatisierung, Kaputtmachen der Infrastruktur, Ausverkauf der Rente, ich weiß gar nicht, wo ich anfange oder wieder aufhören soll. Diese konkreten Themen interessieren dann nicht mehr, weil man sich ja gemeinsam gegen rechts positioniert. Und deswegen kriegt man es plötzlich auch hin, das hat mich schon gewundert, ehrlich gesagt, innerhalb von 4-5 Tagen mal eben 250.000 Leute zu aktivieren, die für dieses unteilbar dann in Berlin auf die Straße gehen. Ich will das ja gar nicht schlecht reden. Ich finde es ja super, dass tatsächlich über 200.000 oder 250.000 Menschen, jedem Individuum unterstelle ich erstmal, dass er schlicht und ergreifend einfach nur gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren wollte. Aber nichtsdestotrotz war das eine Veranstaltung, die von der logistischen Leistung her schon mehr als beeindruckend war und die darüber hinaus, ich habe es ja vor kurzem geschrieben, zum Beispiel vom AfD-Heute-Journal, wirklich zuckersüße Worte bekommen hat. Und vergleich das mal mit Aufstehen irgendwie, die jetzt seit Monaten ständig nur durch den Dreck gezogen werden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber im Prinzip tatsächlich geht es darum, bloß nicht über die konkreten Dinge zu sprechen, die man wirklich, wirklich verbessern müsste. Stattdessen so ein Wohlfühlgefühl zu schaffen irgendwie. Ja, wir gehen jetzt alle gegen Rassismus auf die Straße und das ist ja ganz prima. Das ändert aber nichts an der Altersarmut, das ändert nichts an Kriegen, das ändert nichts an der vergifteten Rente oder am Arbeitsmarkt und es ändert auch nichts daran, das ist ja der nächste Punkt, es ändert auch nichts daran, dass Migranten als billige Arbeitskräfte nach Deutschland geholt werden. Und dass möglichst sogar der ein oder andere Krieg noch ein paar Jahre weitergehen soll, damit die nicht auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen, dann fehlen sie uns nämlich hier. Oh. Ja. Also ich habe tatsächlich ja im Zuge von Unteilbar, so hieß das ja, da hat auch Grünemeier dafür Werbung gemacht und der hat in einem Statement dazu, was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, faktisch, man muss jetzt dagegen angehen, damit Deutschland diese gute Zukunftsperspektive weiterhin hat. Ja, wundervolles Land. Man lebt in einem wunderbaren Land. Ich frage mich echt, wo lebt der? Ja klar, der lebt in London, das weiß ich schon. Ja. Aber der kommt ja doch ab und zu nach Deutschland, nehme ich an. Er singt ja auch in Deutsch. Klar, dort, wo er sich bewegt, sieht er das nicht. Wenn er auf der Arena auf Schalke ein ausverkauftes Haus hat, dann sieht er nicht in Gelsenkirchen die Leute Flaschen sammeln. Hm. Das ist das ewige Beispiel mit Flaschen sammeln. Ich weiß schon, das ist ja auch nicht immer nur so. Aber er sieht natürlich nicht die kleinen Renten, er sieht nicht die Problembezirke in Gelsenkirchen, die es ja da zuhauf gibt. Er sieht nur die volle Arena und denkt sich, ach, die Deutschen können sich aber ordentlich was leisten. Die zahlen hier sündhaft teuren Eintritt für meine Musik. Ja, scheinbar ist alles in Butter. Hm. Ich muss echt sagen, das ist genau die Klientel, die bei Unteilbar Werbung machte. Und ich bin natürlich auch dafür, dass man gegen Rassismus aufsteht, wohlgemerkt. ich muss aber sagen, es ist ein Unterschied, ob ich mich da hinstelle und sage, ich bin gegen Rassismus, oder ob ich mich hinstelle und sage, ich bin gegen Rassismus und die AfD-Wähler sind alles Arschlöcher. Und mit dieser Aktion, dass man ständig auf die AfD-Wähler draufklopft, führt eben nicht dazu, dass sich der Rassismus mindert, dass es weniger wird, dass Leute einsehen, dass sie da vielleicht was Falsches wählen. Das führt genau zum Gegenteil. Das verfestigt die AfD, das verfestigt, dass viele Leute die AfD wählen, obwohl sie es vielleicht nicht täten. Das ist die völlig falsche Aktion. Ich weiß nicht, wollen sie es so hintreiben, dass die AfD noch stärker wird? Oder ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist kontraproduktiv. Ja gut, aber wie willst du es denn anders machen? Ich meine, ich habe es ja mit dem Tom mal gemacht, jetzt vor der Bundestagswahl, haben wir uns einfach mal ganz objektiv und ganz nüchtern das AfD-Programm zu Gemüte geführt, fernab von irgendwelchen Personen und Personalien bei der AfD, was nochmal ein anderes Thema ist.
Und da sind wir schon da zum Entschluss gekommen, diese Partei ist eigentlich nicht wählbar. Alleine von den programmatischen Inhalten her. Da macht sich aber keiner einen Kopf, die explodieren wahrscheinlich alle vorher, wenn sich darüber Gedanken machen würden, weil dann, weiß ich nicht, die Kapazitäten der Birne wohl nicht immer ausreicht. Aber es geht doch nun mal über diese Polarisierung, geht's doch am einfachsten. Ist doch normal. Und zwar von beiden Seiten. Von den Linken, von den Rechten, vielleicht von den Bürgerlichen, wie den Werder Bremen-Vertreter, der auf einmal auf die Idee kommt, das halbe Stadion leer haben zu wollen. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe da jetzt auch keine Alternative, denn wenn es zu längeren Dialogen oder zu hintergründigen Dialogen kommt und Forderungen, dann sind die meisten Köpfe dazu ja schon gar nicht mehr aufnahmefähig. Vielleicht sollte man manches einfach auch mal stehen lassen. Also ich glaube, das ist ja wirklich so eine Tatsache. Das merke ich im Alltag, das merke ich überall im politischen Diskurs, auch in meinem Leben. Demokratie bedeutet im Wesentlichen schon auch, was aushalten zu können. Die Meinung anderer Menschen nämlich, die muss mir nicht immer gefallen, aber die muss man aushalten können. Man kann mit einem Gegenargument kommen, aber man muss den anderen stehen lassen und muss ihm seine Meinung lassen. Ich rede jetzt natürlich hier nicht von irgendwelchen Rassismen, das ist schon klar. Und auch nicht von Holocaust-Leugnern oder was es da alles gibt. Aber wenn jetzt jemand eben die Ansicht hat, was weiß ich, dass er nicht möchte, dass zwei Männer heiraten oder dass zwei Männer ein Kind adoptieren, dann muss das nicht meine Meinung sein. Aber das muss ich aushalten können, dass ein anderer diese Meinung hat. Ja. Das geht völlig vorbei an den Menschen heute mittlerweile. Sie können damit nicht mehr umgehen. Das merkt man bei der AfD-Debatte genauso wie bei der ganzen Sexismus- und MeToo-Debatte. Also Andi, vielleicht noch mal ganz kurz zu dir. Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir damals gemacht haben, auch wenn das natürlich irgendwie jetzt keine großartige Reichweite hatte oder so, dass das durchaus der richtige Weg ist. War der richtige Weg. Sich allein für uns beide? Nee, aber das wird nicht gemacht, Andi. Es wird nicht gemacht. Aber alleine für uns beide war das der richtige Weg, weil wir beide ganz nüchtern uns so das Programm angeschaut haben und beide zu der Erkenntnis gekommen sind, die sind ums Verrecken nicht wählbar und das Klientel, was die haben, ihre Zielgruppe, wenn die das wüssten, das attackiert die ja komplett. Richtig, aber das ist der Punkt, aber es wird nicht gemacht. Wenn es gemacht werden würde, dann denke ich tatsächlich, dass die AfD anders dastände, abgesehen mal von der medialen Aufmerksamkeit, die sie jetzt seit Jahren ja wirklich regelmäßig bekommen. Ich habe letzten Sonntag, beziehungsweise dann später in der Mediathek, habe ich mir Anne Will angeguckt nach dieser Bayernwahl. Und da war der Meuthen unter anderem von der AfD zu Besuch. Abgesehen davon, dass diese ganze Sendung ein Desaster war, weil also wirklich, die haben sich gegenseitig beschimpft auf eine Art und Weise, da hätte sich selbst Franz Josef Strauß im Grab umgedreht und Jutta Ditfurth wäre auch nochmal irgendwie im Dreieck gesprungen oder so. Das haben die beiden selbst nicht krasser hingekriegt. Also es war wirklich unterstes Niveau. Aber darüber hinaus sind sie halt kollektiv, alle wie sie da waren, inklusive Anne Will selbst natürlich, wird aufgenommen, ich sage jetzt nicht, was sie für mich ist. Jedenfalls, die sind komplett auf Meuthen losgegangen, aber meinst du, sie hätten das irgendwie programmatisch oder inhaltlich unterfüttert gemacht? Ja, aber das können sie doch nicht. Doch, das könnten sie. Nein, die Hälfte des Programms der AfD, die Hälfte, mehr davon, das findest du auch im Programm der SPD und der CDU. Da geht es um neoliberale Sparpolitik, da geht es um Privatisierungen. Das ist natürlich das ganze Wirtschaftsprogramm, was die AfD jetzt vertritt. Man weiß ja nie, ob es so bleibt. Okay, sie können nicht, weil sie nicht wollen. Weil die Parallelen nämlich dann ans Tageslicht kommen würden. Und genau das ist, was der Roberto sagt, ganz kurz, was der Roberto sagt. Wir haben ja jetzt in 2 Wochen hier in Hessen eine Wahl. Und da habe ich jetzt, es gibt 2 Wahlomaten, also wo man dann im Prinzip Fragen beantwortet und dann wird er empfohlen. Anhand, bitte was? Gibt es 2? Wieso denn das? Ja, es gibt einen von der Frankfurter Rundschau. Einen für Andi, einen für Roberto. Mach mal weiter. Ja, so. Und dann einen klassischen vom Landes-Blablabla-Wahlabend oder keine Ahnung. Und bei dem Rundschau-Wahlomat ist dann die empfohlene Partei die SPD und bei dem anderen die AfD. Ja. Und das ist genau das, was du gerade sagst, Roberto. Ja. Ich fahre übrigens gestern zur Hessenwahl, das fand ich schon auch interessant. Da war ja so eine kleine Runde mit Al-Wazir, mit Wissler und mit dem Typen der AfD. Und was ist die andere Partei? Ach ja, die FDP. Die gibt's ja auch noch. Da hat dann der AfD-Typ, ich weiß seinen Namen nicht, ist auch keine Erscheinung, die man jetzt unbedingt kennen müsste, aber er hat natürlich darüber gesprochen, dass man im Grunde eine Art Notstand in Deutschland hat, weil bestimmte Gesetze, was Flüchtlingspolitik betrifft, nicht exekutiert werden. Das hat er unterstrichen mit einigen Thesen, Papier, die Fabio, man kennt diese Typen ja. Jens Mirdl, war das Jens Mirdl zufällig?
Nee, der heißt anders. Okay. Rahn, oder heißt der nächste Rahn? Ja, du kannst mir. Na, auf jeden Fall hat er das beanstandet und hat eben gesagt, man müsste eben die Gesetze auch anwenden. Und das wird partout nicht gemacht. Das stimmt teilweise sogar. Und es ist ja auch interessant, dass Whistler war total böse und hat dann immer dazwischen geredet. Die Linke hat vor 3 Jahren gesagt, wir brauchen keine Asylgesetzverschärfung. Wir haben ja schon alle Gesetze, man müsste sie ja nur durchexekutieren, dann würde es da auch kein Problem geben. Plötzlich will man davon nichts mehr hören. Hm. Al-Wazir hat wortgetreu gesagt, was sie hier machen, von einem Notstand zu sprechen und zu sagen, dass wir ein Regierungsversagen haben, das bedeutet ja im Grunde, dass sie die Leute aufhetzen damit. Das kann man also nicht sagen, dass wir Regierungsversagen haben, weil man sonst die Leute wie in Chemnitz auf die Straße treibt. Das hat er als Argument angebracht. Hört er sich eigentlich noch reden? Ganz kurz, Rainer Rahn heißt der Spitzenkandidat der hessischen AfD. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, genau das war ja, genau. Ja. Das hat der Tariq Al-Wazir wirklich gesagt? Ja, Tariq Al-Wazir hat das gesagt. Als ich das gehört habe, habe ich umgeschaltet und habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht tue, dann hau ich meinem TV1 auf die Fresse. Ja, aber das ist der Punkt. Deswegen ist die AfD im Grunde genommen für die etablierten Parteien mittlerweile wirklich wichtig geworden. Ja. Weil egal, was sie sagt, ob es richtig, ob es falsch ist, ob es der totale Schwachsinn ist oder ob es eine gute Idee ist, egal, was sie sagt, es dient immer dazu zu sagen, Moment, wenn sie das jetzt so sagen, dann kritisieren sie ja uns. Genau. Und das geht nicht. Also vielleicht kann man uns kritisieren, aber sie dürfen das nicht. Und dementsprechend nimmt das so seinen Lauf. Also die Kritik, die kommt dann auch medial vorgetragen, gerne von der AfD. Die Reaktion ist, also die AfD, die darf uns gar nicht kritisieren. Das sind Hetzer und Nazis und Faschisten und Rassisten und Antisemiten und weiß der Henker was nicht alles. Also stehen wir wieder gut da. Das geht ja sogar schon so weit. Jetzt nochmal ein Zitat, das ist wirklich ganz interessant. Die AfD schafft es ja eigentlich hervorragend mit wirklich total populistischen und teilweise völlig sinnentleerten oder offenkundig provokanten Äußerungen immer wieder die Gemüter zu erregen. Also wir springen ja wirklich über jedes Stöckchen, das uns hingehalten wird. Roberto, du hast eben gesagt, ja, man muss dann auch mal was aushalten können und einfach mal sagen können, absolut. Ja, dann laber deinen Scheiß, ich beachte das nicht. Aber das funktioniert dann nicht, weil das ist die Gegenseite. Jetzt sind wir wieder bei den super politisch korrekten Demokraten. Die braucht das mittlerweile. Die braucht das so sehr, dass sie sogar, wenn die Schlagzeilen fehlen, klingelt da ein Handy. Ja, ist aber gleich aus. Schön. Das geht sogar so weit, dass wenn die Schlagzeilen fehlen, dann denkt man sich welche aus. Da habe ich nämlich auch was entdeckt von einer Seite namens AFP, also P wie Paula, Deutschland. Und da steht dann, also das ist ein Bild, das lese ich gleich vor. Erst vor ein paar Tagen versuchte dieser Vollblutdemokrat gegen Gewalt gegen Kinder zu rechtfertigen. AfD, die Familienpartei, Bildquelle Twitter. Und da wird dann dieser Jens Mirdl von der Alternative für Deutschland, Wahlkreis Fulda, zitiert, beziehungsweise ein Wahlplakat von ihm gezeigt. Da wird er zitiert mit dem Satz, das Schlagen von Kindern kann man entschuldigen. Jetzt AfD wählen und christliche Werte verteidigen. Und da war natürlich Gott weiß was los und ich habe dann mal so ein bisschen in den Kommentaren geguckt und da hat dann einer kommentiert irgendwie, das ist aber ein Fake, das Plakat gibt's gar nicht. Und AfP hat dann darauf geantwortet, ja kann schon sein, aber so in dem Dreh könnte man sich das vorstellen. Oder so ungefähr hat das in einem Interview gesagt oder irgendwie so. Also da werden sogar schon Schlagzeilen kreiert und Aussagen kreiert, die es faktisch überhaupt gar nicht gibt. Ja, klar. Und da denke ich mir also, so, sag mal, habt ihr den Schuss noch gehört? Das ist interessant, weißt du, aber wenn man dann so eine Aussage nimmt und dann analysiert man die, das ist tatsächlich interessant. Das Schlagen von Kindern kann man entschuldigen. Da setze ich mich jetzt in den Nesseln. Natürlich kann man es nicht entschuldigen, aber tatsächlich sagen Sozialarbeiter, Familienhilfen, die in Familien kommen, die es schwierig haben, dass das durchaus passiert und dass man Eltern deswegen, weil wenn ihnen mal die Hand ausrutscht, noch lang nicht anzeigen muss, so wie es eigentlich vom Gesetz vorgesehen wäre, weil eben die Sozialarbeit auch sagt, natürlich ist es schwierig, in einem schwierigen Umfeld Kinder zu erziehen und natürlich ist es heutzutage ganz besonders schwierig mit dieser Überreizung und mit dieser Reizflut über soziale Netzwerke Kinder und Jugendliche zu erziehen. Und wenn dann die Hand ausrutscht, dann kann man das, wie er sagt, entschuldigen tatsächlich. Er hat es, also, das kannst du aber gar nicht laut sagen, weil dann diese überempörten Menschen, die glauben, sie vertreten demokratische Grundwerte, aber eigentlich nichts anderes betreiben wie schlimmste Gesinnungsschnüffelei,
mit diesen Leuten kannst du nicht sachlich und stoisch und nüchtern solche Themen diskutieren. Gut, also mal ganz davon abgesehen, dass es, dass das tatsächlich ein Thema ist, das man natürlich nicht über ein Wahlplakat behandeln kann, sondern dass man natürlich dann wirklich in einem Diskurs von 2, 3, 4 Stunden oder eine ganze Nacht durchdiskutieren kann, womöglich ohne zu einem Konsens zu kommen. Ganz abgesehen davon, meine Rede ist ja die, er hat das offensichtlich gar nicht gesagt. Es wurde ihm dann eben einfach in den Mund gelegt, um dann eben, ja, und ich sag's jetzt einfach nochmal, zu hetzen. Es ist ja nichts anderes als Hetze in dem Moment. Es ist also das, wofür man die AfD vermeintlich verurteilt und sagt, ihr seid alle Hetzer. Und was passiert dann? Es wird gehetzt mit solchen Fakes, wo ich dann denke, irgendwie, wieso denn überhaupt? Das habt ihr doch gar nicht nötig. Ich meine, die AfD-Nasen, die hauen jeden Tag so viel dummes Zeug raus irgendwie. Warum muss man denn da jetzt zusätzlich noch hetzerisch irgendwelche Wahlplakate entwerfen, die überhaupt keinen Sinn machen? Also Leute da draußen, also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und jetzt meint, an die Decke gehen zu müssen, weil ich so ein Arschloch bin, kann ich echt gut mitleben, kann ich sehr gut mitleben, wirklich. Das ist für mich das Letzte, wirklich. Ein bisschen mehr Souveränität, ein bisschen mehr Demokratieverständnis, das wäre schon nicht schlecht. Und deswegen heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt plötzlich anfange, irgendwie die Reden von Höcke anzuhören und zu analysieren und nach außen darzustellen, wie geil ich die finde. Und ich bin heute kein AfD-Wähler, genauso wenig wie ich CDU oder SPD-Wähler bin, weil, das haben wir vorhin ja schon festgestellt, das Ganze ist ein einziger neoliberaler Scheiß. Und das macht die AfD ganz genauso wie die etablierten Parteien auch, nur dass sie es populistischer und besser verpackt und darüber hinaus natürlich in der Opposition sowieso das Maul aufreißen kann. Das ist bei den Grünen doch auch nicht anders. Die Grünen, mein Gott, ich habe das Gefühl, die erstrahlen täglich in neuem Glanz. Das ist die Partei, die mit Schröder zusammen die Agenda 2010 eingeführt haben und bis heute sich weder davon distanzieren noch erwarten, dass sie tatsächlich irgendwann mal wieder abgeschafft wird. Das machen die nicht. Das brauchen die gar nicht. Oh. Ja, erstaunlich. Ich habe am Sonntag kurz den Fernseher angemacht nach 18 Uhr. Das war dann auch die Prognose, nicht die Hochrechnung. Und war dann die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wer wählt eigentlich noch die Grünen? Und da wählen es fast 20%, zweitstärkste Partei in Bayern, sensationell. Ja, das sind Yuppies und Antirassisten. Das ist so die Mischung. Ja, wobei also man die, also die Grünen muss, profitieren die auch Bayerisch, von der AfD, auf jeden Fall. Die Grünen sind natürlich nicht die Bundesgrünen. Also da muss man schon nochmal ein bisschen differenzieren. Ja, aber die Bundesgrünen stehen doch mit dem Schwiegersohn Habeck und der natürlich, Baerbock. Natürlich. Stehen die doch prima da. Natürlich, aber ich muss auch sagen, die CSU hat natürlich ein schönes Vakuum hinterlassen. Das ist natürlich etwas, was jetzt schon ausgenutzt wird von Parteien wie den Grünen oder ja auch wie von der AfD letztlich. Ja, ja gut, ich meine, über die CSU, das lassen wir jetzt mal, glaube ich. Ja, lassen wir es. Ich bin auch enttäuscht. Ich dachte, es kommt dicker und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es... Ja, eigentlich so jetzt in der Koalition mit den Freien Wählern wird sich doch nicht viel ändern, oder? Ja, ich denke mal, die CSU muss ein bisschen demütiger ans Werk gehen. Söder hat das ja gleich am Wahlabend noch versprochen, er wird Demut zeigen. Glaube ich ihm sogar auf seine Art und Weise. Die Frage ist halt, was Demut ist. Ja. Okay. Ja. Vielleicht ist da bloß noch eine Brezel am Oktoberfest. Ja, oder so. Er tränkt eine Katze weniger oder so, keine Ahnung. Er tränkt Katzen, interessant. Ja. Ja, nein, das war natürlich nur ein Scherz. Hallo, da draußen, das war nur ein Scherz. Satire, also, Ironie, hallo, war ein Scherz. Söder, er tränkt keine Katzen. Nein. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, die Demokratie ist in Gefahr. Das heißt ja immer, gemeint ist die AfD. Das stimmt auch auf eine Art und Weise. Ich glaube, die Demokratie ist auch von der anderen Seite in Gefahr, und zwar von den Demokraten her gesehen. Was die als demokratischen Diskurs führen, das ist keiner. Das ist, wie ich vorher schon sagte, Gesinnungsschnüffelei. Das ist rigider Moralismus. Aushalten kann man andere Meinungen gar nicht mehr. Früher war Demokratie so eine Art Jonglieren mit Argumenten, sachliche Auseinandersetzung. Ich will es nicht idealisieren, auch da gab es viel Quatsch natürlich. Heute habe ich den Eindruck, Argumente spielen überhaupt keine Rolle mehr. Es muss alles schnell mit Attributen versehen werden, mit Schubladen. Diskutieren mit Andersdenkenden geht ja mal gar nicht. Das ist aber das Prinzip der Demokratie. Und das merkt man in jeglicher Nische unserer Gesellschaft. Wir reden jetzt von der AfD. Ich würde ganz gern auch nochmal eben die Sexismusdebatte MeToo nehmen. Das ist auch so ein Paradebeispiel dafür, was man da für einen demokratischen Diskurs hält. Jetzt gibt es ja Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Er hätte eine Frau missbraucht, so heißt es. Das sind die Vorwürfe der Frau, das ist wohl schon einige Jahre her. Ich erinnere mich an eine Ex-Abgeordnete,
des Bundestags, eine ehemalige linke Abgeordnete, die bei Twitter sofort von diesen ekelhaften Typen sprach, mit dem man jetzt quasi keine geschäftlichen Beziehungen mehr haben dürfe. Wer also Cristiano Ronaldo unterstützt, wer ihm zujubelt, der unterstützt einen Vergewaltiger, einen Sexisten. Da gibt es nur Vorwürfe. Da gibt es keine Gerichtsverhandlungen, gibt kein Urteil. Man weiß nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Ich dachte nach dem Fall Kachelmann, dass man da etwas vorsichtiger damit umgeht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr denkbar. Die Menschen brauchen sofort irgendwelche Schubladen, wo sie einen reinstecken können. Ich glaube, beim Kachelmann ist eh noch was hängen geblieben. Ich glaube, viele Leute glauben gar nicht an die Unschuld von ihm. Oder anders gesagt, hast ja auch das Beispiel in einem anderen Klientel, wenn dann irgendwie eine Nachricht kommt, eine Frau wurde vergewaltigt oder angekrapscht, dann ist man dann schon fast enttäuscht, wenn es ein Deutscher war und kein Nordafrikaner. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, eine andere Debatte. Ja, ist eine andere Debatte. Ja, also ich finde auch, was bei MeToo passiert ist, was bei MeToo passiert ist, selbst Frauen, selbst auch Katrin Deneuve, erinnere ich mich, auch die haben das beanstandet. Also eine Debatte, die um Sexismus geht, die damit begonnen hat, dass man ja Nötigung und teilweise Vergewaltigung angekreidet hat. Und plötzlich gab es da eine Massenbewegung, die diesen Hashtag gesetzt haben und haben dann Sachen formuliert wie, ich weiß nicht, ich bin beim Einkaufen und da hat mich einer scheel angeschaut, der wollte mich bestimmt begrapschen. Ja, geht's noch? Und die ganze Gemeinde schreit, ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch, die Männer sind so, das, liebe Leute, das nimmt ja Formen an und hat Formen angenommen im letzten Jahr. Spiegel hat übrigens in den letzten Wochen, ich glaube, minütlich einen Text zu MeToo rausgehaut. Ich habe selten sowas von eindimensionaler Berichterstattung erlebt. Also ich dachte schon, dass es sowas wie Themenvielfalt gibt. Beim Spiegel momentan nicht. Also da war es eine ganze Weile lang, ganze Woche durchgehend. MeToo, Jubiläum ist jetzt ein Jahr und so weiter. Ich muss echt sagen, kritische Worte hast du dazu nicht gelesen. Also ich habe die wunderbare Gabe der selektiven Wahrnehmung. Ich verdränge das nicht. Also an mir ging das komplett vorbei. Jetzt die Ronaldo-Geschichte hatten wir jetzt im Vorfeld, dass wir uns da mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich finde das auch, ja, grenzwertig ist das falsche Wort. Ich finde das schon hardcore, was da gerade läuft, diese Vorverurteilung. Und ja, wie gesagt, bei Kachelmann, ich denke auch, es bleibt immer was hängen, ja. Ja. Ja, es bleibt was hängen. Bei Kachelmann hast du gesagt, viele Leute glauben nicht an seine Unschuld. Das kann durchaus sein. Die Frage ist allerdings, ist es relevant, was die Leute glauben? Ein Gericht hat ihn zwar nicht, ich erinnere mich dran, da hat es geheißen, es war kein Freispruch oder wie haben sie es genannt, ein Freispruch zweiter Klasse. Nein, das stimmt nicht. Man hat ihn einfach nicht für schuldig befunden. Ja, eben. Ja, aber es ist. Das ist nichts anderes wie ein Freispruch. Also er hat das in Augen des Gerichts nicht unbedingt gemacht. Vielleicht hat er es schon gemacht, aber man konnte es ja nicht beweisen. Ja, entschuldige, aber jetzt, du hast eben gefragt, ist es denn wichtig, was die Leute glauben? Natürlich ist das wichtig. Ja, ich meine jetzt aus der juristischen Warte raus. Aus der juristischen Warte raus nicht. Aber auch aus der demokratischen Warte raus. Jemand, der nicht für schuldig befunden ist, da darf eigentlich nichts hängen bleiben. Dass das natürlich so ist, weil die Gesellschaft so ist, das war nie anders, das weiß ich auch. Aber wenn man einen demokratischen Anspruch an sich und an die Gesellschaft hat, dann muss man zumindest wollen, dass nichts hängen bleibt. Ja, also das ist natürlich dann tatsächlich auch eine Frage der Psychologie, der Berichterstattung, der medialen Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und wie Andi schon sagte, es bleibt letztlich, keine Ahnung, bei 7 von 10 Leuten oder vielleicht auch bei 8 von 10 Leuten bleibt hier irgendwie was hängen und wenn es nur ein Geschmäckle ist. Und das ist natürlich für den Betroffenen, der eben freigesprochen wurde und so gesehen unschuldig ist, Punkt, aus, Ende. Für den ist das natürlich, gerade wenn es eine Person des öffentlichen Lebens ist, aber auch wenn nicht, ist es natürlich eine extreme Belastung, immer wieder diese Tendenzen und diese Andeutungen, komische Blicke oder Äußerungen aushalten zu müssen, die in diese Richtung zielen. Naja, so ganz sicher ist die Sache aber ja letztlich doch nicht. Aber die Ronaldo-Geschichte finde ich tatsächlich, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, die finde ich noch schlimmer will ich gar nicht sagen, aber das hat nochmal eine andere Qualität. Denn diese Politikerin, die du vorhin nicht beim Namen genannt hast, weiß ich jetzt nicht warum, aber vielleicht willst du es ja nicht. Aber, ganz einfach, weil ich ihren Nachnamen nicht aussprechen kann. Ach so, ja. Naja, gut, okay. Irgendwas mit. Das war das geilste Argument. Watzlawiak oder irgendwie ja. So ähnlich. Egal. Jedenfalls. Bitte? Welche Partei? Ja, AfD oder Linke, glaube ich. Ist ja eh alles eins. Das ist ja. Oh, das ist böse. Ja. Nee, hallo, ja, da draußen. Das war jetzt wieder Ironie. Ironie. Hallo, Satire. Nein, die ist von der FDP. FDP, nee, stimmt auch nicht.
Egal. Jedenfalls, das ist nochmal eine andere Qualität, weil du hast es ja auch in deinem Text geschrieben und jetzt eben auch nochmal verbal geäußert. Also da steht ein Verdacht im Raum, beziehungsweise ist ja nicht mal ein Verdacht, das ist ja nur eine Anschuldigung einer Frau, die sagt, Ronaldo hätte sie vergewaltigt. Das war, glaube ich, die Schlagzeile, oder? Ja, aber das ist schon aus Sicht derer schon falsch. Du sagst, das ist bloß eine Anschuldigung. Damit hast du dich schon voll in die Nesseln gesetzt. Ali Schwarzer war damals bei der Kachelmann-Geschichte der Meinung, die Unschuldsvermutung, also da müsste die Beweislastumkehr stattfinden. Wenn eine Frau sagt, dass sie missbraucht wurde, dann müsste der Mann, der beschuldigt wird, beweisen, dass er es nicht war. Stell dir das mal vor. Ja, aber Roberto, ich meine, Heiko Maas hat nichts anderes gemacht, als es um Skripal ging. Ja, aber das ist Skripal, jetzt sind wir wieder bei dem. Der hat mich damals schon identifiziert. Nein, es geht hier nicht um Heiko Maas, sondern es geht um diese gesellschaftliche Tendenz, dass tatsächlich die Beweislast umgekehrt wird. Ja, er hat das ja damals begründet so, naja, in Sachen Völkerrecht, da gilt das nicht. Wo ich schon dachte so, aha, interessant, wieso gilt denn das da nicht irgendwie? Also was ist das für eine komische Rechtsauslegung? Aber das ist ja ein roter Faden, der sich ja durch die Gesellschaft zieht. Ob es jetzt irgendwie Skripal ist oder ob es jetzt Ronaldo ist. Es steht, ich wiederhole das nochmal, es steht ein Vorwurf im Raum mit der Folge, dass die Vorverurteilung folgt. Ja. Es braucht nicht aufgeklärt zu werden. Es braucht kein Gerichtsverfahren in die Wege geleitet zu werden. Es müssen keine Zeugen gehört werden. Es muss auch Ronaldo sich nicht äußern. Die Frau hat diesen Vorwurf geäußert. Ja. Und damit ist es Fakt. Das ist die Wirklichkeit. Das ist, wie ich in einem Text schreibe über Foucault, der darüber berichtet, wie im 17. Jahrhundert die Rechtsprechung war. Alleine, dass man jemanden etwas vorgeworfen hat, hat schon bedeutet, dass ein Teil der Schuld damit ja schon belegt war. Gut, dann kommen wir zum Abschluss jetzt nochmal zurück zur AfD. Die wird ja nicht vorverurteilt, die wird nachverurteilt oder verurteilt, wie auch immer. Ich weiß es gar nicht, jedenfalls. Wir leben tatsächlich in einer Vorverurteilungs- und extremen Verurteilungsgesellschaft und die AfD ist in meinen Augen tatsächlich eine abgrundtief dunkle, üble, in höchstem Maße neoliberale und durchaus auch rassistische Partei, beziehungsweise die auf jeden Fall Mitglieder hat, die ganz extrem ticken. Höcke ist ja nur ein Beispiel. Aber die AfD ist letztlich nichtsdestotrotz eine gewählte demokratische Partei. Ob es uns jetzt passt oder nicht. Und ja, das müssen wir dann auch aushalten. Das ist so mein Statement abschließend zur AfD. Wie sieht's bei euch aus? Ja, zur Hessenwahl hat ja, wie gesagt, der Wahl-O-Mat gesagt, SPD oder FDP, Quatsch, FDP sage ich schon, der freudsche Versprecher, AfD. Beide sind für mich nicht wählbar, nicht nur in Hessen nicht, sondern auch bundesweit nicht und muss jetzt mal überlegen, was ich wähle. Im Ranking folgten dann CDU, Freie Wähler, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwie bei einer Partei landen, die sich auch so nennt. Was hast du denn angekreuzt bei den Parteien, die du wählen sollst, sag mal? Das ist ja unglaublich. Dieses war ein Drittel irgendwie Bildungsfragen, Schule und sowas. Das war mir alles scheißegal. Und dann ging es um Diesel, es ging um Miete. Ah ja, doch, ganz wichtig, Roberto. Am Samstag ist noch die Demo für Mietwucher, willst du sagen? Nein, natürlich gegen Mietwucher. Ja, ich weiß. 13 Uhr am Samstag am Hauptbahnhof in Frankfurt und in anderen hessischen Städten wahrscheinlich auch irgendwo. Da weiß ja, ich allerdings nicht treffen. Abgesehen davon, das ist ja ein bisschen ein bundesweites Thema. Ich meine, der Mietwucher in den letzten Jahren, der ist existenzbedrohend für ganz, ganz viele Menschen. Also im Prinzip würde ich vorschlagen, wir rufen jetzt mal zu einer Demo auf, bundesweit. Ja. Und weniger als 250.000 Leute gegen Mietwucher wollen wir auf keinen Fall auf der Straße sehen. Nein. Ja, das ist das Richtige, das eigentliche MeToo in unserer Gesellschaft, weil es uns alle betrifft. Richtig, genau. Ja. Also, Leute, kommenden Samstag, warte mal, wir zeichnen heute auf, der 16.10., publiziert wird am 19.10. und am 20.10. um 13 Uhr Frankfurt am Hauptbahnhof und in allen möglichen anderen deutschen Städten an den Hauptbahnhöfen auch. 13 Uhr, große Demo, 250.000, 300.000 Leute gegen Mietwucher, los Leute, runter vom Aufstall Sofa. Aufstall gegen Mietwucher betrifft uns fast alle. Genau, aufstehen. Punkt, genau. Ausrufezeichen, genau. Aufstehen. Ja, unteilbar. Genau. Ja. Wir sind unteilbar gegen Mietwucher. Genau. Jawohl. Ja. Genau. Ja, dann haben wir es. Übrigens habe ich schon gewählt. Das wollte ich nur noch sagen.
Ich war auch schon beim Wählen, ja. Was hast du denn gefühlt? Ja, das müsstest du jetzt gern. Mit Wahlgeheimnis oder so ein Kinderkram. Nein, sowas geht keine dir vom Sau. Wahlgeheim nichts. Du willst, ob du eine Dauerkarte bei Werder Bremen kaufen darfst oder nicht? Ich dürfte, wahrscheinlich. Ich sag schon, vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht gedurft, weil da war die Linkspartei ja noch sehr geächtet. Ja. Da hätte man wahrscheinlich gesagt, da hat man ja damals immer gesagt, ich erinnere mich, Lafontaine, Nazi und so weiter, der hat ja dann, also da gab es ja auch ganz krude Vergleiche. Wahrscheinlich hätte man, wenn ich gesagt hätte, ich habe die Linkspartei gewählt, hätte man gesagt, du bekommst keine Dauerkarte bei Werder Bremen. Was mein Glück ist, ich hätte sowieso keine gewollt. Aber man kann übrigens bei der Hessenwahl das noch am Rande, man kann noch über was anderes abstimmen, und zwar über die hessische Verfassung. Man kann da gewissen Änderungen zustimmen, unter anderem, ob denn die Todesstrafe jetzt weiterhin aktiv sein soll. Was? Weiterhin? Ja, in Hessen? In Hessen. Denn Tom weiß das nicht und unser Hörer weiß das nicht auch das nicht. Das Grundgesetz ist höherwertig, also deswegen gibt es keine Todesstrafe. Aber in der hessischen Verfassung ist da die Todesstrafe drin. Nein. Aber tatsächlich. Wie seid ihr denn drauf? Ja, wir sind tatsächlich muss ich sagen, anders. Dieses Blatt habe ich nicht ausgefüllt, das interessiert mich einen Dreck. Ja, die hessische Verfassung ist ja uninteressant. Wen kümmert das heute? Ja. Du weißt, was daraus jetzt gemacht wird, ne? Todesstrafe oder was? Aus der Äußerung, die du jetzt gerade getätigt hast, also du bist ein Verfechter der Todesstrafe, ist ja ganz klar. Leck mich doch alle am Arsch, mach doch aus meiner Aussage. Also was ist denn das? Das ist ja eine Ausdrucksweise. Ja. Es ist ja unmöglich. Echt. Ja. Ja. Also gut. Jetzt kommt das wahre Gesicht. Ich bin für Todesstrafe und ich bin unflätig. Ja, ja, das glaube ich aber auch. Aber und sowas von. Wir legen noch in die Verfassung, in die hessische Verfassung, den Punkt auf, dass wir die Kinder politisch Andersdenkender mobben dürfen. Das sollte rein. Ja. Und es sollte auch mit rein. Das muss ein Verfassungsrecht sein. Es sollte auch mit rein, dass Andi mehr als 5 Sorten Gin zu Hause haben sollte. Oh, da muss ich noch eine Sorte mindestens kaufen. Dein Verfassungskonform. Jetzt seid ihr aber hier bei Insidern, das weiß doch da drauf kein Mensch. Ich möchte dass wir ein gepflegtes Alkoholproblem haben, das wissen die Leute. Nein, ja, dass ihr Gin bevorzugt. Aber ist egal, ich möchte ganz kurz noch sagen, vielleicht war das für einige etwas verstörend, dass ich teilweise in diesem Audio, in diesem Podcast etwas erregt war und vielleicht auch verärgert war. Und das ist dann aber eben so. Ich kann nicht anders. Wieso warst du erregt? Lag das an unserer Nähe, oder? Nein, ich hab mich aufgeregt! Ach, verärgert! Ich hab mich aufgeregt! Über diese politisch korrekten Demokraten! Ich dachte jetzt irgendwie an Lewinsky und so. Nein, das Quatsch. Ach so. Ist auch egal. Jedenfalls, wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat jetzt ordentlich Futter gekriegt und ist gut möglich, dass wir jetzt ohne Ende auf die Fresse kriegen, also so virtuell, verbal und Kommentatoren technisch und so. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass mir das komplett am Arsch vorbeigeht. Hau ich jetzt noch mal raus. Ja, wir sind die Plattform für die AfD ja scheinbar. Wir sind auch die Plattform des schlechten Geschmacks. Ja. Und natürlich der Unflätigkeit. Genau. Und überhaupt sind wir Schuwischweine. Ja. Und Sexisten. Ja. Und wir sind gegen Mietwucher. Das ist ja wohl unverschämt. Ja, das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, die AfD ist teilweise auch gegen Mietwucher. Also ich habe. Dann können wir nicht für Mietwucher, gegen Mietwucher sein. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir ja Nazis. Ja, jetzt sind wir gehen nicht auf die Demo, wir sind für Mietwucher. Ja, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung und dann lasse ich es aber so richtig krachen. Ja, kauf dir eine Wohnung, genau. Ja. Dann schmeiß die alten Rentner erstmal raus und lass neue Grünen-Wähler einziehen, die dann 15 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen. Oder 18. 15 Euro, damit kriegst du in Frankfurt nicht mehr ein Klo. Da kriegst du eine Hundehütte. Echt? Ja, wenn überhaupt. Ja, ach, scheiße. Aber auch nur, wenn der Hund Euro 6 ist. Ich habe gehört, man hat hier ein Hochhaus gebaut, irgendwo im Europaviertel. Da gibt es tatsächlich auch einen Hundewaschsalon für die Mieter, damit die Hunde quasi ihre dreckigen Pfoten nicht mit in die Luxusvilla nehmen müssen. Die können dann ihren Hund erstmal da unten waschen. Ja, das finde ich gut und richtig und wichtig. Ja, ja, genau. Ja, genau. Es sei denn, es ist auch eine AfD-Forderung. Dann finde ich es scheiße und nichtig und unwichtig. Also ich finde, wenn der Hund von der AfD ist, sollte man ihn nicht waschen, sondern gleich in den Trockner geben. Ja, beziehungsweise Hunde, AfD-Hunde kannst du nicht waschen, die stinken sowieso, egal wie oft du sie wäschst. Aber jetzt werden wir unsachlich, glaube ich. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Und damit fangen wir jetzt auch gar nicht erst an. In diesem Sinne, liebe Hörer, war ganz schön mit uns.
Und mit euch auch. Und in diesem Sinne, ja, wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. MFG, macht's gut und bis demnächst, wenn wir mal wieder ein schönes, spannendes Thema haben. Jo, bis dann. Ciao. Roberto, ja, Ando, Roberto Ando, ja. Ando. Ando, Roberto Ando. Was ist los? Stop. Vielen herzlichen Dank. Internationaler Gruß nach draußen in die weite Welt hinaus. Tschüss. Ciao. Tschüss.